Ja, hallo Leute, es ist schon Abend. Ich beantworte hier noch auf Bitte von David Streit 5 Fragen. Die lese ich glatt vom Blatt ab, damit Sie sehen, damit Sie wissen, worüber ich rede. Das machen ganz viele Leute, dann können Sie mal gucken, was die alle so sagen. Ich habe die Brille jetzt gerade abgesetzt, weil die spiegelt im Monitor. Frage: Wie lange sollte man im Idealfall täglich arbeiten? Ja, die muss jeder für sich beantworten. Ich glaube, Klavier rumtragen nur eine Stunde. Ich bin halt Schriftsteller und Redner. Als Redner muss ich mich an Termine halten. Die kann ich natürlich selber bestimmen. Und Schriftstellerei muss man im Flow machen, an unbedingt, sonst arbeitet man einfach schlecht und für die Katz. Und dann muss man auch mitten im Arbeiten beim Regal zusammenschrauben oder Rasenmähen unterbrechen, wenn man im Flow ist, und dann das dann aufschreiben. Das irritiert so ein bisschen die anderen Leute, dass ich eben sehr unregelmäßig arbeite, bei IBM auch. Und ist halt so, ich habe darauf Wert gelegt, das genauso einzuhalten. Und so im Schnitt kommen dann halt die 8 Stunden rauf. Zweite Frage: Wo, mussten Sie schon mal jemanden bestechen, um an Ihr Ziel zu kommen? Da habe ich drüber gelacht über die Frage, Herr Streit. Die Antwort ist ganz einfach nein. Ich habe mal vielleicht einen Kaffee ausgegeben, um jemanden zu bestechen, aber eigentlich mehr nicht. Dritte Frage: Wovon bekommen Sie nie genug? Ich habe mein Leben jetzt so eingerichtet, wie es bis zum Schluss bleiben kann. Also ich bin frohgemut, noch gesund, mache das, was ich will, und alles in Ordnung. Wie gelingt es Ihnen, aus der eigenen Alltagsroutine auszubrechen? Da habe ich mir Mühe gegeben, keine zu haben. Das ist im Grunde auch gelungen. Also ich habe jetzt so ein ganz aufregendes Leben, 25, fast 25 Jahre bei IBM gehabt. Jetzt bin ich ja ganz frei schaffend tätig und kann das aussuchen, und Alltagsroutine gibt es eigentlich in dem Sinne nicht. Also ich bin natürlich an die Veranstalterzeiten gebunden, die gucken immer nach im Kalender, wann Cebit ist, wann Karneval, wann Ferien, es darf kein Montag sein und so weiter. Dann bleiben ein paar gute Tage im März, Mai, Juni, September, November. Überall da verdiene ich mein Geld und den Rest kann ich machen, was ich will. Also sowas wie Schriftstellern und im Garten sitzen und ja, Rente beziehen, kriege ich auch schon. Fünfte Frage: Wie bereiten Sie sich auf das Altwerden vor? Ja, gucken Sie sich an. Also, ich bin alt. Also, mein Vater hätte jetzt in dem Alter schon gesagt, er ist alt. Er hatte auch schon seinen ersten Herzinfarkt da gehabt und war schon krank. Mir geht es total gut. Ich habe seit 15 Jahren mit der Schriftstellerei angefangen und ich denke, dass man mich dann irgendwie mit 100 noch zum Rednerpult tragen muss. Das macht dann meine Tochter lästerlich immer. Und mir geht es bis dahin ganz gut. Ja, meine Frau denkt, dass das nicht so lange dauert, aber ich schaffe das.